Wir sind die Blackguards und spielen heute die Vorspiele. Ach, hier sind Wurfspeere. Ja, Wurfspeere auch, wollten wir nochmal ausrüsten. Ja, das haben wir uns jetzt mal so ganz taktisch klug überlegt. Das sind doch gerade 4, oder? Ein Wurfspeer. Nein, der hat nur einen. Oh, fuck. Das ist toll, ja. Super, ja. Super, super. Heiltrank weg. Ja, dann tu den Heiltrank weg. Furchtbar. Mann! Ja, gut. Oder? Aber irgendein, der kann auch, glaube ich, werfen. Der Typ hier. Nee. Nicht? Doch, kann er. Der hat 5 AP-Dings gehabt, glaube ich. 5 AP-Dings? Ja, der Wurf hat 5. Genau. Dann gibt man dem auch nochmal einen Wurfspeer. Nee, der hat einen Heiltrank, das ist schon okay. So, dann versuchen wir es nochmal. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, in dieser Folge das Level zu schaffen, dann gehen wir auf. Ach nö. Ach denn. Ja, du bist ja never so render, never give up hier. Ja, oder? Aber das ist ja furchtbar mit dir. So. Ach, fuck. Also eben, da hat man ja auch das Glück mit dem, mit den, dass die nicht getroffen haben und so. Und das ist wirklich Glück immer, ne? Wenn man da nochmal was rausholen kann. Das hättest du vielleicht. Ne. So. Dann heilen wir mal hier. Jawoll. Ja. So, steh mal auf. Ja, aber das letzte Mal haben wir halt herausgefunden, dass die Zwerge einfach unter diesen Fallen durchlaufen, ne? Ja. Voll mies. Das ist aber doch sauhart eigentlich dann von den, also was haben die Entwickler dabei gedacht? Ach ja, das ist nicht einfach. Das ist kein Casual oder was. Ja. Wenn du was Einfaches willst, dann musst du zu Call of Duty gehen. Hornbach gehen. Warum? Ich weiß nicht, ich frag mal Hornbach. Wer ist das? Das ist ein Typ. Kennst du den Herrn Hornbach? Persönlich? Sprechen da. Ach, als ob das was tut. Oh, er trifft super. Ich hätte es nicht erwartet. Ich bin vergiftet! Ja, der hat auch nicht so viele Pfeile, glaube ich. Also wenn ich mich erinnere, hat er irgendwie 3 Bolzen und dann ist der Typ schon. Sicher? Naja. Ungefähr, ne? Was macht er denn jetzt? Oh, voll der Zauberschutz. Meisterschütze oder irgendwas. Das sieht sehr gut aus bis jetzt. Naja. Du hast es voll im Griff. Ich könnte aber mal. Da so ein Stück von dem wegnehmen. Wie wir das sehen. Nee. Voll taktisch durchgetüftelt. Weiß ich gar, wo ich bin. So. Push to close. So. 4, weißt du, wegen diesem blöden Gift? Naja. Der hat auch nicht so viele Schläge auf dieser Keule. Das habe ich eben gesehen im Verlauf, dass das dann irgendwann weg war, das Gift. Ne? Echt? Na gut, 4. Ja, schießt er immer noch. Eine 5 Schuss oder so. Oh, super. Kannst du ja vielleicht in Deckung gehen, den Wurfspeer auf den Typ da jagen. Oder? Ah ja, Wurfspeer. Mit dem VS-Henry. Mit dem können wir dann einfach durchlaufen, ne? Mhm. Wenn die anderen da durchkommen. So. Zauberdude. Ja, jetzt ist halt die Geschichte. Mache ich hier mit dem jetzt. Vielleicht mal schaden, weil du hast eh nicht mehr viel AP. Jetzt kann ich nur noch einen kleinen Feuerball schießen. Dann lieber heilen, ne? Den VS-Henry vielleicht mal. Ja. Ja. Yeah. So, jetzt läuft es noch rund. Also jetzt ist er dran, jetzt kannst du den Speer. Aber vielleicht in Deckung erstmal gehen da oben. Wo denn? Hier? Da, ja. Ja, Deckung ist gut. Und jetzt Speer. Ach, gucken. 5%? Ja, super, ne? Ja! Au! Oh! Damit hat er jetzt überhaupt nicht gerechnet, ne? Mit den 5%. Ja. Da hat er nie gedacht, dass das klappt. Ah, oh, jetzt hör doch mal auf, ey. Ah. Was wird? Ach, links. Der hat schon wieder. Aber jetzt ist ja eine Schlagreichweite, der Typ. Den haben wir gleich drauf. Ey, man trifft ja auch nie, gell? Ja, das sind halt die scheiß Waffen hier. Erstmal heilen.
Geht das noch mit 5? Nee. Aber wir haben doch noch einen Trank. Ach. Ja, Glück. Glück. Ja, der ja, nächste. Noch ein Speer. 5%. Ah! Ah passt. Knappe Kiste. Ja. So. Ja, gut. Aber wenn die doch anfangen, sich zu drehen, dann fangen sie doch von unten an, dann müssen sie auch ja. Die Zwerge treffen. Höchstwahrscheinlich. Yes. Na, endlich mal. Da ist das Ding. So. Kommen wir jetzt mit dem. 5. Was hat der? Weglaufen. Lauf in die Falle. Oder Schwester getroffen. Gucken wir mal. War das ein Amatrutz? Jawohl. So, gleich zuschlagen. Ja, Finte! Erschwert die Parade. Oh. Nice. Aber der kann mich jetzt nicht mehr vergiften. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja doch, kein Gift mehr drauf. Ja, deswegen. Ja. Achso, statt wegen Amatron. Nee. Oh nice, abgeblockt. Au. Oh. Oh. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier hingehe, ja. Trifft mich das Ding? Nö. Nö. Aber der andere läuft da vielleicht hin. Einfach mal ausprobieren. Jo. Und beenden. So, was haben wir jetzt noch? Ah, Mana-Trank. Ja, gute Wahl, gute Wahl. Schmeckt gut. So. Jetzt versuchen wir nochmal die Finte. Ah. Gut. Ja, es ist halt die Finte mit dem Spiel. Ah, du hast getroffen! Nein! Oh. Das ist voll mies! Vielleicht bist du ein größerer Zwerg. Die Lügen voll, ey. Oh, so weit, kann sein. Ein größerer Zwerg. Ja. Was ist das? Aber jetzt wärst du eh wieder getroffen. Ja, das hat mich jetzt voll aus der Fassung gebracht. Ja, oh Mann, fuck. Oh, abgeblockt. Boah. Aber wo bleibt der andere? Nein! Ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken, ey. Die anderen Zwerge laufen einfach voll durch und lachen sich voll kaputt über uns. Kacke. Ja, ohne Witz. Ich glaube, das wird nichts. Es wird einfach nichts. Ja, du wärst nix, ey. Du wärst, glaub, du wärst geworden, Busfahrer, ey. Schon wieder. Was wollen wir jetzt sehen? Weil wir wenig Leben, die abgezogen kriegen. Ja. Und aber, wir kämpfen hier um. Aber die kämpfen, ja, die kämpfen, aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die kämpfen nicht bis zum Tod. Ach so. Die sagen dann, oh, mein Kreuz. Das sag ich schon. Ja! Da war das Ding. Sogar mit 2 Wunden hast du dem jetzt eine gegeben. Ja. Ich bin eisenhart. Das trifft jetzt den Zauberer irgendwie. Fliegt die Kugel dann weg, weißt du, während sie dreht. Das so viel Glück, wie wir haben. Na gut, VS Henry, für den ist nichts mehr, kann man nichts mehr machen. Ja, das sieht auch nicht gut aus. Ja, ja. Verdammt, durchspurten. Angreifen in der nächsten Runde. Jetzt treffen den 2 Schlägel und er ist tot. Ja, also. Nett? Nee. Da ist er tot. Ah, warum blockt er nicht? Ich weiß nicht, der ist voll gut im Blocken und Ausweichen. Aber... Ja. Na, 3 HP, geile Sache. Das wäre gut, wenn mir jemand helfen könnte. Da trifft er nicht mal mit dem Stock. Warum soll er denn treffen mit dem Stock, ey? Oh, fuck. Der ist jetzt auf jeden Fall down, der bekommt jetzt auch nochmal einen Lauf. Ah, ne, der geht gleich auf den. Und der, ah, der greift mich an. Passierschlag. Erstmal. Was machen wir jetzt? Ah ja. Wuchtschlag. Jo. Wir haben es jetzt noch nie getroffen, einen Wuchtschlag. Nee, komm, lass gut sein. Das haben wir vergessen. Ich glaube, also die hauen uns ja auch nicht tot. Das ist ja eigentlich nur ein Spiel, ne? Und ja. Ich glaube. Oh, mein Zehner hinterher. Damit treffen wir, ne? Ja. Ja, ich glaube, die. Ja, wir fallen jetzt einfach tot um und dann ist gut. Jo. Jetzt blockt der Zwerg nochmal alles.
und da gibt er noch mit einem HP, gibt er erstmal den fetten Schlag. Ach, Game is over. Game is sogar over. Nee. So. Ist ja ein Ding, ey. Wie, haben wir noch Zeit für noch einen Versuch oder? Oh jo. Einen Versuch noch? Einen noch. Und wenn wir es jetzt hier dann, wenn wir das jetzt nicht schaffen, ist die Folge auch rum. Und du hast am Anfang gesagt, jetzt probiere ich es noch einmal, wenn wir es nicht. Nein, ich habe gesagt, in dieser Folge, Jules. Ah ja, in dieser Folge. Ja, ich habe gesagt, wenn wir es in dieser Folge nicht schaffen, dann scheißen wir drauf. So, ach ja. Aber ich kaufe jetzt noch ein Lederschild. Für wen? Ganz egal, ey. Für den VS Henry. Achso. So. Kann der sowas überhaupt tragen? Ach, der kann alles, ey. Wenn nicht, dann verkaufen wir es gerade wieder. Ja, das VS Henry. Copy-Paste, ey. Copy-Paste. Ja. Zack. Nice. Zack. Und für den Zauberer? Ich meine, den Stock braucht er doch eh nicht. Ja, besser als nix. Alter, nee, aber ein Schild, da kann er noch abblocken, wenigstens. Ja, du kannst auch abblocken, kannst gleich mal die Faust, ey. Du sagst es immer, weil immer versprichst aber du ich das. Mach's nie, gell? Nee. das ist wie bei, so bei Eltern, wenn die dann sagen, gleich setzt das was. Oder ich spring dich ins Heim. Ah. Spring dich ins Heim und komm nie wieder. Was haben denn deine Eltern zu dir gesagt, ey? Aber nie durchgezogen. Nie. Da hatten sie nicht die Eier dann. Ja, aber warum liegt VS Henry schon am Boden, wenn er jetzt ein Schild hat? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hätte der einfach mal das Schild zwischen sich und den Bolzen halten sollen. Ja. Vielleicht hat das Schild noch gegen sich geschlagen. Wer weiß, gegen den Kopf. Ja. Das wäre 12 abgezogen. Ja. Dieser kleine, miese, halbplatzige Arsch. Ja. Sieht aus wie Uli Hoeneß, ey. Was? Die Beschreibung passt perfekt. Du passt auch perfekt, ey. Ich hau jetzt einfach hier drauf. Das aussieht so toll. Jetzt die Finte. Ja! Ich glaube, es reicht, wenn wir versuchen einfach den hier niederzuknüppeln. Ja. Der andere. Also, wenn der andere jetzt hier zwischen diese Dinger durchschießt, dann raste ich ab. Oh, ich raste aus! Warum? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil die größer sind und nur Zwerge können dahinter Platz finden, weißt du? Das könnte auch sein. Ja. Weil die Größenverhältnisse, die sind ja eh hier total abstrus. Irgendwie. Voll. Das ist voll. Machen sie, was sie wollen, Leute. Boah, 13. Mieses Ding. Jetzt gib mal richtig hart mit der Kunde. Nice. Glock. Hast du einen Krampf im Arsch oder was? Nee. Pass auf jetzt. Oh. Warum guckst du nicht mal hin? Ich dachte, das läuft mal automatisch. Nein. Ach, ich glaube, der ist besser am Abwehren hier, der. Dann schwäche ich den. Kriegst du erstmal so eine Voodoo-Puppe ins Gesicht. Gut, jetzt wo. Ach. Es sind nicht so viele. Nee. Ein Zauberpatzer. Nice. Wir versuchen einfach diesen halbplatzigen, bärtigen runter zu knüppeln und hoffen, dass das klappt. Warum läufst du immer so dumm? Ach, ich bin jetzt voll aggro, ey. Ich raste ja aus. Warte mal, kann ich jetzt nochmal hier so einen Schluck nehmen? Ne, ich hab dir den Schluck gegeben. Ich muss den 5 HP vielleicht einen Schluck. Boah, 6 HP. So. Jetzt hat er voll die Beule. Ah ja. Hat er die. Der wird jetzt abgeschossen vom. Ja, aber jetzt hat er auf jeden Fall alles getan. Jetzt hat er seine Dings rausgegeben, weißt du, seine Heiltränke. Ja. Schön. Oh, ja. Nice. Oh, jetzt liegt der am Boden. Das ist nicht schlimm, ist wieder aufgestanden. Nice! Das höre ich gern. Was ist denn? Nice? Glock. Glock. Ah, er ist aber nicht mehr vergiftet jetzt. Jetzt geht man nach links gucken. Ach, Kacke. Ich überlege, deswegen habe ich die Hand noch in der Maus. So. Durch einen Wuchtschlag? Nee. Nee. Wuchtschlag ist immer scheiße. Wuchtschlag hat okay was geholfen. Ja, aber genau. Der ist total überbewertet. Ich laufe jetzt das nächste Mal einfach mal hier hinter so hier rüber. Vielleicht bringt es was. Ach, guck mal, jetzt läuft er. Nein. Aber der wird jetzt wieder nicht getroffen. So. Und dann drauf. Ah, nee. Jo. Wer hätte es an? Das sieht man ja auch ständig. Wer hätte es an? Ja. Es kommt jedes Mal unerwartet.
Dieser Fuchs da rechts, weißt du, bleibt genau davor stehen. Ach, der hat hier kurz gestockt, weißt du? Nein! Er hat einen Heiltrank genommen. Das gibt's doch gar nicht. Folge kommt mal Ben. Ich zieh's jetzt durch, bis ich den Titlescreen sehe, ey. Nein! Er stellt sich vor, ihn und trifft nicht mal. Oh, wow, jetzt wird er aber. Das ist eine Rage-Stimmung. Ja, da gebe ich dem auch nochmal ein, damit er was Bleibendes hat. Ja, ja gut, jetzt müssen wir halt gegen zwei parieren, das heißt, das klappt nicht mehr. Oh! Ja, der Zwerg hier. Ja, das ist ein schlechterer Nahkämpfer. Der Rotarsch. Yeah. Zack. Aber jetzt hättest du den anderen Zwerg eigentlich mal gegeben. Weil der hatte ja weniger Leben. Da komme ich besser durch, weißt du. Aber das ist hier das ist egal. Das ist auch so eine Frage der Zeit. Gut. Dann beenden wir die Folge und in der nächsten sehen wir, was passiert, wenn wir nicht kämpfen. Game over. Ja, alles klar, macht's gut. Tschüssi.